So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic mit mir, dem Man-King. So, in dieser Folge wollen wir uns erstmal bei Zax das Kopfgeld von Brendak Starkiller und noch so einer Ollen holen, die wir gemeuchelt haben. Und ich wollte noch etwas ansprechen. Und zwar erstmal, ja, einer hat gefragt, wieso ich keine zwei Klingen sage. Und zwar wollte ich das mal eben das klären. Und zwar, wenn ich jetzt hier in meiner linken Hand noch eine Vibro-Klinge halte, sinkt meine Trefferchance bei meiner Hauptwaffe, bei der Vibro-Klinge Prototyp, auf 8. Und die Waffe, die ich dann in der linken Hand halte, hat nur eine Trefferchance von 8. Ich kann es euch mal zeigen in den nächsten Kämpfen, wie das ausschaut mit dieser Trefferchance. Nicht sehr gut, aber trotzdem noch okay. Nun ja, und dann wollte ich noch etwas ansprechen. Und zwar hatte ich jetzt vor, vielleicht mal das Genre zu wechseln. So als kleinen Test dachte ich mir, hole ich mir mal vielleicht... Also ist jetzt nur so eine ganz kleine Idee von mir. Wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt mir bitte sofort in die Kommentare, damit ich weiß, ob das okay ist für euch oder ob ihr da ein Interesse hättet. Und zwar würde ich gerne den DLC von Dead Space 2 Let's Playen. Ist zwar nur ein kleines DLC-Teil, das irgendwie ein, zwei Stunden dauert, aber soll ganz gut sein. Man kann das Spiel nämlich nur unter gewissen Bedingungen in Deutschland spielen, beziehungsweise auf deutschen Konsolen. Und deswegen, da es noch nicht so viele Dead Space davon gibt und ich Dead Space EBE holen wollte, dachte ich mir, vielleicht mache ich das ja, um auch ein bisschen andere Genres zu erkunden oder mal zu gucken, wie gut ich mit diesen Genres umgehen kann. Und da wollte ich euch ja halt fragen, was ihr davon haltet. Und ja, bitte schreibt mir sofort in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ist halt nicht mit Isaac, sondern mit dem, ich glaube, das ist derselbe Typ, der bei Dead Space 3 dann, deinen Kumpel dann spielen kann, wenn er mitspielt. Ja. Fände ich echt super, wenn ich das mal machen könnte. Oder nein, ich werde es vielleicht machen. Hängt von eurer Meinung ab. Nun ja. Aber wir reden erstmal mit Zax. Bla bla bla, Kopfgeld eintreiben. Ihm vom Brendak erzählen, ja. Nein, ich denke, ich habe 400 Credits für meine Mühen verdient. Alles klar, dann noch eben für diese eine Rolle. Wie ist sie jetzt selben? Nein, ich denke, ich habe auch wieder 400 Credits verdient. Ja! Geil! Super klasse! Jetzt haben wir 800 Credits verdient auf einen Schlag. Geil! Oh yes, oh yes. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bei dem Droidenshop wieder. Oben auf der Oberstadt. Ist ja direkt hier gegenüber von dem Eingang zur Unterstadt. Und ja, da sehen wir uns gleich. Jo, wir sind jetzt hier bei dem Druidengeschäft von Janice. Und da die uns die letztes Mal nur so einen verkackten Druiden angedreht hat, der hat sofort explodiert ist, holen wir uns erstmal diesen geilen hier, diesen T3M4. Diesen ultra neuen Astromech-Druiden. Mal gucken, was sie dazu sagt. Hachu Apanki, Jishawa Anibun Kasha, Jonasi, Ichua Byongbo Joni, Minamamba To Mule Ra, Haku Gri Kat Godala Parabola. Tanga Boksha Nak Nong Kin Kun Shin King Niki. Okay, Kendris sagte, ihr würdet mir den T3M4 Druiden verkaufen. Mokao Danya Foki Chachiska do Puntaka Kaspaka Banno Oto. Credits? Bist du bekloppt oder was? Der Preis ist ja unverschämt, ich gebe euch die Hälfte davon. Kavadumpa Kapalia Monapata Bonanakachu. Yin Kin Kun no Ba Mule Rachi Kun Tong Nabun Shanu Yang. Ist das irgendwie kacke oder was? Warte, Moment, ich probiere das nochmal. Is Yun Kun Watu Yama Kama Wuna Henak Nek Bugra Shak Kunti Chi Wa Mchawa Tong Abuk Shami No Nok. Na gut, dann geben wir wenigstens 1500.
Abgemacht. Tinku ukapa, topa no aska, chi nisko ne akava ambaka. Haha, jawohl, T3M4 ist eurer Gruppe beigetreten. Klasse. Oh yes, jetzt kommt T3M4 ins Spiel. Ich glaube, ich tu mal Kars weg und dann tue ich den Druiden rein. Obwohl, brauchen wir Bastila wirklich oder eher Mischen? Die Mischen kann ja eher Schlösser knacken. Das wehen, aber Bastila kann besser gegen Druiden kämpfen. Ich weiß nicht, ob wir innerhalb dieser Dingensburg-Münster noch auf Druiden treffen. Naja, ich glaube, ich nutze erstmal den Druiden und Bastila. Ah, klasse. Ist auch direkt ein Level aufgestiegen. Piep, piep, piep. Klasse, der Kleine. Oh, wir werden ihn noch lieben lernen. So. Ich probiere da mal eben kurz ein bisschen was bei ihm einzustellen. Ein paar Level muss ich ihm noch hochleveln. Ich melde mich dann wieder, wenn ich es fertig habe. Alles klar. So, ich habe den Kleinen jetzt erstmal so eingestellt, dass er recht gut beim Computerhacken ist. Beim Sprengstoff jetzt nicht so. Bei Tarnung gar nichts. Oh, okay. Ja, dafür kann er halt sehr geil Sachen reparieren und er ist mindestens genauso gut wie Mischen beim Schlösserknacken. Und ich habe ihm Bendax Blaster gegeben, denn er ist ja auch ein pfiffiger Kerl beim Schießen. Das werdet ihr noch sicher erleben. Tja, und dann würde ich einfach mal sagen, fahren wir einfach mal mit ihm darüber. Das Modell sieht noch ein bisschen komisch aus. Tja, man ist eher R2D2. Eine Seuche breitet sich in unseren Straßen aus. Wir können nicht. Ja, das funktioniert eigentlich doch ganz gut mit ihm hier. Müssen wir natürlich schauen, wie wir jetzt da reinkommen, diese Festung da. Ja? Ja? Yeah. Und, ja, müssen auch aufpassen, dass wir nicht erwischt werden. Aber ich denke mal mit T3 heißt er doch? Ja, ist T3, ja, alles klar, mit T3 müsste das kein Problem sein, oder dürfte kein Problem sein. Aber nur gut, wollen wir mal schauen. Ab rein hier, los. 9! Ja, dann wollen wir mal T3 probieren. Na los, mach das Teil mal auf hier. Und schwupps. Schon sind wir drinnen. Klasse. Kavadumpa kapalia monapata. Bonanakachu. Yin kin kun noba mule rachi kun. Bla bla bla. Ich bin wegen eines Treffens hier. Macht euch keine Sorgen. Ich weiß, wo ich hingehen muss. Kipuna nabonsha. Kava dumpa kup kakin cha na guat na bon kon. Wana kumbes, chi pala mulek. 3 Sekunden haben wir Zeit. Okay, nehmt einfach diese 50 Credits, aber löst bitte nicht den Alarm aus. Kin kun shi kakichin awana wamata. Nishi la chorga kin kun pala mona reji. Ching pala niska mule, tun rata tigin pot. Bona na kachu, kicha badwang. Wanga kum kiba bu mule ra kakin chak nawaga. Nee, eigentlich nicht, weil ich dich bezahlen musste, damit du hier abhaust, du dreckige Olle, Bitch. So, wenigstens haben wir jetzt hier den ersten Raum für uns. Wurde noch nicht entdeckt. Wenn der Alarm geschlagen worden wäre, dann hätten wir ein kleines Problem gehabt. Weil ich finde es eigentlich geiler, sich erstmal ein bisschen hier umzuschauen, erstmal am Terminal rumzuhacken und so weiter und so fort. So, eine Sonde brauchen wir zum Computerhacken. Wie viele Sonden haben wir eigentlich? 18. Ach, das reicht vollkommen. So, Überwachungskameras zugreifen. Unterkünfte, schauen wir uns mal eben an. Oh, das sind ein paar Droiden, ein paar Sys-Typen. Ja. Schauen wir mal bei den anderen Unterkünften. Beim Raum 2 sind auch irgendwelche Typen. Aha, hier können wir die Stromleitung überlassen. Das sind aber 3 Typen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. 2 Sonden. Naja, guck mal beim Empfang. Das stehen wir natürlich. Und dann noch die medizinische Station. Oh, das sind die Kadroide. Mal gucken, wie wir den fertig kriegen. Kontrollzentrum, da sind auch irgendwelche Deppen. Ja, nee, das ist ja eigentlich nicht so derbe schwierig. Aha, die Geschütze. Die Geschütze sind wirklich gefährlich. Aber, oh, da können wir gar nichts machen. Scheiße. Können wir überhaupt irgendwas machen? Oh, der ist übelst gefährlich. So, Schild des Angriffsdruiden deaktivieren. Das wäre vielleicht ganz gut. Aufzug öffnen. Ja, Aufzug öffnen. 5 Sonden. Boah, kommen wir da nicht auch so selber hin? Naja. Den Schild müssen wir auf jeden Fall deaktivieren. Oder? Oder? Ich glaube, wir probieren es erstmal so. Ohne irgendwas zu machen. Nur mal eben diese eine, warte, Moment, die zweite Unterkünfte hier überlassen. Das finde ich ganz gut. Ja, klasse. Ah, das finde ich echt so cool.
So, greife auf Systembefehle zu, was kann ich sonst machen? Aha, ich kann hier noch überall in dem Bereich hier Geschütztürme offline schalten oder Wachdruiden offline schalten. Zielfilter der Wachdruiden hacken, aha. Upload Gebietspläne, nee, das wollte ich nicht machen. Aber die Zielfilterung der Wachdruiden hacken wäre vielleicht ganz gut, oder? Ne, ich glaube, ich probiere es einfach so. Wir haben ja auch so jetzt schon 140 Erfahrungspunkte bekommen. Ich habe jetzt natürlich nicht so viele Druiden, sage ich schon, Sonden, um jetzt hier alles zu machen. So, T4, zeig mal, was du drauf hast. T4, ist richtig. Ich muss erstmal an den Namen, ne, T3. Ich muss erstmal an den Namen hier gewöhnen. Ich schicke den Kleinen erstmal hier vor. Hi, alles klar. So, ich glaube, ich könnte direkt mal eine derbe Granate reinwerfen. Wieso eigentlich nicht? Hier auch mal. Klar. Ey, haben die gerade auch eine Granate reingeworfen? So, dann Bastila, zeig mal, was du kannst. Ich zeig mal hier, was ich drauf habe mit meinen zwei Doppelklingen. Klingt wahrscheinlich eher wenig, weil ich nicht so oft treffe wie mit nur einer Klinge. Jawohl. Feldkiste, was wird denn hier angezeigt? Okay, Überreste, jawohl. Datapad, aha. Und das Terminal kann ich nicht benutzen, okay. Hauptsache der Empfang, der Alarm wurde nie ausgelöst, aber da vorne hat sich eine Tür geöffnet, oder? Ah ne, davon da kamen wir, aha. Gut, ich habe eben in die falsche Richtung geguckt. Was haben wir denn hier für ein schönes Datapad? Datapad, ja. Das scheinen Aufzeichnungen dieses Tages zu sein. Interessant ist vor allem folgender Eintrag. Die Leitungen, die wir in den Aufzug eingebaut haben, scheinen das Problem mit dem Schildausfall des Druiden zu beheben. Moment, der Einbau soll heute noch abgeschlossen werden. Wir müssen also, um den Schildausfall des Druiden herbeizuführen, müssen wir die Leitung im Aufzug plätten. Keine Ahnung, wo der Aufzug ist, aber da drehen wir doch raus. So, ich glaube, wir gehen erstmal hier rein. Hallo? Hallo? Wieso liegt hier irgendein Teil auf dem Boden? Was ist das hier? Keine Ahnung. So, das hier müsste eine der Unterkünfte sein oder die Medstation. Also die Medistation. Und das ist die Medistation, jawohl. So, dann kann Bastila mal zeigen, was sie drauf hat. Die hat nämlich die Fähigkeit, nicht Macht Aura, sondern, naja, nein, wo? Wo ist denn, ach, das muss doch hier sein, Moment. Druiden deaktivieren, ganz genau. Ja, das macht Druiden total kaputt. Flap, flap, flap. Bringt das jetzt irgendwas, oder was? Mach das Teil fertig, los. So, das ist ein Ambulanz-Druiden, den sollte mal T7 irgendwie was machen. Oder hat er, kann er mal irgendwas zeigen? Betäubungsstrahl? Oder Schild? Aha. Schilddisruptor. Das ist anscheinend ein Strahl, der den Schild von irgendwem plättet. Aber das Vieh hat eh kein Schild, also bringt das auch nicht. Aber es kann mal Betäubungsstrahl abfeuern. Ob das bei Druiden funktioniert? Ich glaube nicht. Na gut, dann probiere ich mal weiter hier zu plätten. Los, auf ihn drauf! Also ein bisschen, also es funktioniert nicht schlecht, sage ich mal so, wegen der Trefferchance. Bin ich natürlich ein bisschen verletzt. Ich glaube, ich nehme mir schon mal ein Medikit. Oder kann ich mich vielleicht hier selbst heilen auf der Medistation? Das wäre natürlich klasse, aber ich glaube nicht. Ah, ja geil, darauf habe ich gewartet. Computersonde und noch so ein paar andere Sachen. Mit denen ich T7, sage ich schon immer die ganze Zeit, T3 aufrüsten kann. Wie wäre es denn mal eben? Schauen wir mal. Mit ihm können wir... Ah, hier, der Computersonde. Das ist jetzt hier so eine... Irgend so ein Teil, was ich ihm einbauen kann. Keine Ahnung, was das macht, aber anscheinend ist das gut. Dann kann ich hier noch die Panzerung ändern. Ne, das ist dasselbe. Dann kann ich mal den Energieschild erhöhen. Ja, auf Klasse 2. Und hier, ne, das war's eigentlich mit den Waffen. Muss er jetzt erstmal zurechtkommen. Beziehungsweise klar. Damit muss ich mit ihm zurechtkommen. Denn ich bin ja hier der Typ, der alles steuert, deswegen, naja. Okay, dann wollen wir mal vielleicht hier rein, oder? Ich weiß nicht ganz genau, ob das hier schon der Raum ist mit dem dicken Druiden, mit dem Riesenschild. Hi, alles klar. Das scheint, keine Ahnung, was das für ein Raum ist. Aber auf jeden Fall sind die Druiden gleich platt. Na los! Hier, Bastila! Mach doch platt hier. Das tat weh! Ah, weh, da läuft einer rein. Mine hier. Jawohl, ich bin Level aufgestiegen. Ich werde aber erstmal hier die Mine entfernen. Nicht, dass noch einer irgendwer hier reinläuft. Ja, klasse. So. Kann ich endlich mein Level aufsteigen? Oh. Ja, geil. Was kann ich denn hier erhöhen? Geschicklichkeit? Naja. Soll ich wirklich Geschicklichkeit erhöhen? Auch ich glaube, Geschicklichkeit ist ganz gut.
meinen Fähigkeiten alles auf Computer und Sprengstoff und reparieren. Nicht auf Überreden oder sowas. Oh, ich kann, glaube ich, gar nicht auf Überreden machen. Das ist natürlich doof. Na gut, aber oh nein, ich kann immer noch keine Fähigkeit auswählen, mit denen ich jetzt hier meine Trefferchance erhöhen kann. Also ich glaube, ich benutze noch für diese Basis hier nochmal ein normales Licht, also Lichtschwert, sage ich schon. Eine einzelne Vibro-Klinge, um meine Trefferchance einfach so hoch wie möglich zu halten. Denn ich hasse es einfach, nicht zu treffen. Das ist wirklich total Banane. Es sieht zwar cool aus mit den zwei Teilen, aber man muss schon wissen, wie man damit umgeht. Sicherheitsterminal, damit kann ich auch anscheinend hier ein bisschen rumhacken. Aber das lassen wir erstmal. Wir haben ja eben schon am Anfangsterminal rumgehackt. Und solange wir noch nicht weiter was über die Basis wissen, würde ich das gerne erstmal auslassen. So, eben speichern, speichern. Das ist die erste Tugend hier. Oh Gott. Zwei direkt auf einmal. So, mal gucken, wie viel hier Schaden war. Ah, so ein bisschen mehr. Hier, nimm das. Oh yes. Aha, was haben wir denn hier Schönes? Ein Gefangener? Es geht. Ach, ihr seid es, richtig, ich erinnere mich an euch. Tja, wie kriege ich euch denn hier raus? Okay, wir müssen jetzt alle Schalter auf Rot bringen. Moment, ich probiere es einfach mal so aus. Oh, jetzt sind die auf Gelb. Das jetzt ist hier auf Rot. Also alle auf Rot oder auf Grün oder was? Oh nein, auf was soll ich nochmal machen? Scheiße. Wie kann ich nochmal freilassen? Alle auf Rot, alles klar. Alles auf Rot. Dann probiere ich es mal so aus. So. Und so. Eigentlich ziemlich einfach. Ach, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, ich kriege hier die Startcodes, und damit wir mit der Ebon Hawk dann hier abhauen können. Ah, oh, dreckiger Droide. Fertig machen, los. Wir laufen im Kreis, ja, ist ganz cool. Flap, flap, flap. Oh yes. Das funktioniert ja echt klasse hier mit T3. Oh ja. Aber ich glaube, dass das jetzt hier der Raum ist mit dem dicken Droiden. Da hinten ist, glaube ich, der Aufzug. Karte M. Aufzug, ja. Hi. Was war das? Ach du Scheiße. Der, ach du, oh, laber doch nicht. Der greift einen so an, ist der behindert. Ach Gott. Ich glaube, ich werde erstmal so rein zum Test mal eben hier ein bisschen battle mit dem. Wir müssen also, glaube ich, erstmal in den Aufzug rein, damit... Was kann ich tun? Damit wir den... Ach komm, erstmal hier. Laber doch nicht. Ich will hier durch, so. Damit wir hier den Schild hier deaktivieren können. Nein! Da stand doch irgendwas vom Aufzug, dass da die... Aha, nee, da den Transformator ausblenden. Um den Schild zu deaktivieren. Na los! Mach das Teil fertig! Na gut, dann probiere ich es einfach mal ganz kurz mit dem Schilddisruptor. Weiß nicht, ob das überhaupt was bringt. Aber anscheinend verliert er jetzt schon so ein bisschen an Kraft auch. So schnieke wie er halt scheint, ist es gar nicht, glaube ich. Aber wir sollten vielleicht auch mal unsere Schilder aktivieren, merke ich gerade. Gar nicht dran gedacht. So, eben Schilder aktivieren, los. Was kann ich tun? So, jetzt eben. Klopp, klopp, klopp. Jetzt hämmert mal alles drauf, was geht. Na los! Das Mut kann doch nicht wahr sein, oder? So, dann gibt ihm hier erstmal, warte, wie viel Erfahrungspunkte? 650 Erfahrungspunkte bekommen wir gerade. Geil. Ich komme jetzt mal ein Distal hier. Na los! Jawohl! So, wie war das mit dem Transformator? Können wir da gar nichts mit machen? Oder ist das auch so ein Teil, was explodiert,
wäre. Naja. Gut, was ist denn da hinten? Kontrollzentrum. Und hier ist eine der Kasernen. Ich glaube, da schauen wir uns auch mal ganz kurz um. Eben Speyern. Aber ja, doch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ach, ist das nicht hier der Raum, wo wir alle geplättet haben? Haha. Feldküste verbesserte Energiezelle, Zugangskarte für Sys-Basis. Jawohl. Wir haben eine Zugangskarte gefunden. Ich glaube, wir müssen hier in den Aufzug rein. Deswegen erkunde ich erstmal weiter hier unten neben die Sys-Basis. Und dann schauen wir erstmal weiter. Ja, haben wir erstmal schön Sonden gespart. Dann hätte ich am Anfang den Schild deaktiviert hätte, wäre ja reine Verschwendung gewesen, weil wir es auch so geschafft haben. So, ich glaube, ich probiere das mal bei diesem kleinen Raum hier. Aha, was haben wir denn hier? Jawohl, Geschicklichkeitsenhancer, Stärkeenhancer, verbessertes Medikit, jawohl. Sonst gar nichts? Ach, das ist, nee, das ist scheiße. Nee, das ist wirklich scheiße, kann ich ehrlich so sagen. Ich hätte mehr erwartet, nein. Dann wollen wir schnell in die Waffenkammer, damit wir uns was, da was gönnen können. Das sieht mir nach einer Falle aus. Ich glaube, wir sollten ganz vorsichtig mal um die Ecke latschen. Na komm. Nicht so schüchtern. Rostiger Wächter, was ist denn mit dem los? Aha, ich kann reparieren. Moment. Ich glaube, ich habe nicht so viele Ersatzteile. Ich guck mal, was ich hier machen kann. Waffensystem optimieren. Ich würde den erstmal in Patrouillenmodus versetzen, sonst bringt das nämlich überhaupt nichts hier, was wir machen. Ja, und dann können wir von mir aus einmal Waffensysteme aktivieren, optimieren. So. Alles klar. 280 Erfahrungspunkte bekommen, darum geht es mir nämlich eher. So, mal gucken, was er jetzt hier macht. Lauf los, komm. Hopp, hopp. Oh, mal eben Energieschild aktivieren, das wäre vielleicht von Vorteil. Nein, nicht durch die Mine. Nein, uha, wenigstens eine Gasmine. Aber wird ja hier direkt niedergemäht, deswegen werfe ich da mal eine derbe Plasma-Granate rein. Lass den Jungen in Ruhe. Geil. Nein. Der gute Druide, was soll denn das hier? Nein, T3 ist tot. Scheiße. Ich werde ihn rächen. Ihr dreckigen Druidentöter. Misshandler. Geht ja gar nicht. So, du kannst immer erstmal betäuben hier. Was macht sie denn gerade für einen Angriff? Weiß ich gar nicht. Ansonsten macht sie es vielleicht. Oh, lohnt sich gar nicht mehr. Schade. Ah, auf jeden Fall haben wir hier den Kontrollzentrum vollkommen in Besitz genommen. Aber ich glaube, wir sind ja ein paar Minen verteilt. Da muss man ein bisschen aufpissen. Minen entfernen, komm. Mit der Tal ab, komm. Oder hebt das Tal auf. Wunderschön, wunderschön. Dann gibt es hier sonst noch irgendwelche komischen Lichter. Oh, schöne Lichter. Nein, Quatsch, da wollen wir natürlich nichts machen. Wir können aber die Leute erstmal ausrauben. Oh, Credits, jawohl. Und beim Sicherheitsterminal können wir noch irgendwie rumspielen. Nein, ich habe keinen Bock, jetzt noch irgendwie so eine Sonde zu verschwenden. Denn jedes Mal, wenn wir auf Systembefehle zugreifen wollen, dann brauchen wir schon eine Sonde. Ach du Scheiße, hat der mich erschreckt. Eine Sonde. Komm! Verpiss dich! Ja, klasse. Ist ja mal Wunderbärchen hier. Und hier vorne haben wir auch noch eine Kaserne, glaube ich. Mal schauen, wo sich hinter dieser Tür befindet. Oh, nein, das ist ja mal... Oh Gott. Muss das denn sein hier? Muss das denn sein? Bastille, du kannst dich mal ganz dezent hier positionieren. Und dann hier mal eine normale Splittergranate hinwerfen. Bam! Und von mir aus der Machtstoff mal eben. Immun! Der Druide ist immun dagegen. Was soll denn der Quatsch hier? Na los! Sind hier noch so viele? Nein, da ist ja gar nichts mehr. Komm, machen wir einen Platz. Jawohl. Und jetzt eben auf den hier verbesserte Unruhe. Oh Gott, das explodiert mir die ganze Zeit noch. Wirft der eine hier irgendwie Granaten? Wirft Granaten nach mir. Ist der behindert oder was? Du Scheiße. Ja, klasse. 450 Erfahrungspunkte für so einen pissigen Typen hier. Was ist das denn? Klasse. Da muss ich aber auch was Wertvolles hier in der Feldkiste befinden. Hoffe ich mal. Verbesserte Reparaturkit. 4 Teile. Ja, hört sich schon mal gut an. Dann können wir hier noch die Überreste aufsammeln. Ja, ich glaube, ich werde dann aber nur ganz kurz mal zum Versteck zurückreisen, damit ich mich hier erholen kann von den Verletzungen. Deswegen speichere ich hier und dann sehen wir uns hier wieder. Moment. So, T7, dann zeig mal, was du kannst. Machen wir die Waffenkammer auf. Scheiße. Direkt werden wir
überrannt mit irgendwelchen Deppen. Vielleicht können wir es ja mit einer, wie war das, Schallgranate? Welche Granaten sind gut? Ne, Ionengranaten sind gut gegen euch Typen. Nein, lauf doch nicht da rein. Du bist doch echt doof, Bastila, meine Fresse. Doof kann auch keiner sein. Unglaublich, ey. Unglaublich. Läuft die einfach da in die Mine rein. Knallhart, die Frau, aber naja. Klar. Hat sie jetzt ihren Spaß dran? Oder soll ich ihr mal eben Antidot geben? Ja. Na, komm, zapp, gib dir mal Antidot ins Boin. Und dann gucken wir mal, was hier in dem Waffenschrank mit Schränken drin ist. Wo es eher irgendwelche Truhen sind. Energiestrahlsplitter, ja, damit können wir eine Waffe aufwerten, das ist gut. Disruptorgewehr, Energieprojektor, damit auch. Jawohl. Diese anderen Kleinwaffen, die können wir. Ah, mehr Granaten, ja, klasse. Die anderen Waffen können wir ja verkaufen. Brauchen wir eigentlich nicht so wirklich. Schilddisruptor und Flammenwerfer, oh ja. Oh ja, 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 komm. Zeig mir deinen Betäubungsstrahl, den werde ich auch schon austauschen gegen Flammenwerfer. Oh yes, Baby, das hört sich gut an. Das hört sich super gut an. Flammenwerfer, ja? Oh ja. Gut, dann werde ich mal eben schneiden und sehen wir uns hier beim Aufzug wieder. Sesam, öffne dich. Oh ja, klasse. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier alles mit der Karte, oder? Ich hoffe, ich treffe jetzt nicht auf irgendwelche... Oh, was war nochmal hier? Was war nochmal hier? Irgendwas, ich glaube, ich sollte mal... irgendwelche Sachen einwerfen. Stärke-Enhancer und Energieschild. Ja? Von mir aus auch Bastila nochmal. Hat er eigentlich ein Schild? Doch, Energieschild hat er doch. Klasse. Hä? Wer wagt es, meine Meditation zu stören? Dafür werdet ihr bezahlen. Wartet. Ich fühle, dass die Macht in euch stark ist. Sehr stark. Wer hätte gedacht, dass es auf diesem unbedeutenden Planeten einen Machtadepten gibt? Doch auch ihr seid einem Schüler der dunklen Seite nicht gewachsen. Tja, ihr Sith müsst für all das Blut, das ihr vergossen habt, zur Rechenschaft gezogen werden. Narr! Die Zeiten haben sich geändert. Den Sith gehört die Zukunft. Wir werden die Galaxis neu ordnen. Dieses Treffen ist ein wahrer Glücksfall. Wenn ich euch vernichte, verleiht mir mein Meister gewiss mein Laserschwert. Glaube ich eher nicht, aber naja gut. Probieren wir es erstmal aus. Geben wir erstmal direkt aufs Maul. Dreckiger Sack, ich wette, ich schaff's, dich zu besiegen hier. Oh, Bastila direkt auch direkt drauf. Was probier's kann ich tun? Betäuben. Betäub doch mal los. Ja. Nein. Doch nicht T3. Nein, lass T3 in Ruhe, du Dreckiger. Mistkerl. Klar. Ich glaube, ich kann mich auch irgendwie anders positionieren. Und was macht er mit mir hier? Will er mir meine Lebensenergie aussaugen? So, ich glaube, Bastila darf mich mal heilen. Oder uns alle. Was kann ich tun? Ich weiß nicht, ob das auf uns alle jetzt wirkt, oder? Ja, auf uns alle wirkt das. Schnell. Kurieren. Die ganze Zeit jetzt. Und noch ein paar Mal, dann ist er weg. Nein, T3. Ja, jetzt ist er aber gefallen. Jawohl. Wunderschön. Funktioniert ja echt klasse. Dura-Strahl-Legierung, Computer, so eine Sicherheitssonde, leichter Kampfpanzer. Aha. Ah, super. Dann ist er jetzt dead und wir können ihm seine Sachen abzocken. Tages-Startcodes, er hat die dabei. Neuralband, wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um, ja, schönes Picknick auf Coruscant zu machen. Keine Ahnung, wo wir hinwollen. Ich werde erstmal gucken, was jetzt hier für eine leichter Kampfpanzer ist. Der Geschicklichkeitsbonus ist nicht so hoch. Außerdem kann ich das, glaube ich, auch nicht aufwerten. Ja, das ist scheiße. Ich behalte diese Rüstung und vielleicht kann ich ja die Dingens geben. Nein, kann ich natürlich nicht geben. Aber vielleicht Kars. So, was haben wir denn hier so Schönes in dem Tresor drinne? Aha, 500 Credits ist ja wenig. Und nochmal irgendwas hier tun. Hier, nichts, Mann. Alles klar, gut. Ja. Dann war's das hier. Ja, ich würde dann einfach mal sagen, solange mir jetzt hier keine mal über den Weg läuft, wenn ich rauslaufe, beende ich hier erstmal die Folge. Ja, ich bin der Endgame. Wir spielen Star Wars Knights of the Old Republic. Und wenn euch der Part gefallen hat, dann drückt auf Gefällt mir. Und ja, in der nächsten Folge sehen wir uns dann wahrscheinlich im Apartment wieder. Ne, oder direkt bei Kandaris. Mal gucken. Werde ich mal schauen. Und ansonsten, ja, schönen Tag noch, ne? Bis dann. Tschüssi.